schreiben das Jahr 2098. Alles geht seinen gewohnten Gang. Die Menschheit träumt noch immer von der Reise zum Mars. Die Wirtschaft floriert und das Fondue ist nach wie vor Nationalspeis Nummer 1. Und man kann es jetzt sogar CO2-neutral ohne Röschung nur mit Hilfe der Solarkraft geniessen. Auch im Winter. Auch im Altersheim Lugisland reiht sich Tag an Tag ohne besondere Vorkommnisse. Alles verläuft ruhig, so wie es dort ist. Auch Bewohnerinnen und Bewohner vom Jahrgang 1999 sind noch nicht ganz 100 und leben einfach vor sich an.
Mitleid, dass sie jeden zweiten Tag zu ihrer Großmutter gehen müssen, nur weil sie das Gumpiglas aufbringt? Oder hat sie keine Lust mehr, einen E-Mail-Account zu besitzen, weil die alten Leute keine Ahnung haben, was ein moderner Messenger ist? Dann bringen sie sie doch zu uns ins Altersheim Luginland. Bei uns wird Spiel und Spass einem höheren Alter noch gross geschrieben. Ab 99 gibt es bei uns sogar 10% Rabatt auf jedes vierte Gipfel, das sie nach dem Nachmittag am 4 in die Cafeteria konsumieren. Melden Sie Ihre alten Leute an, ab dem 30. November 2098 auf www.altersheim-lueg-is-land.ch. Und wenn Ihnen aus der Jugendzeit ein Telefon noch ein Begriff ist und Sie sich gerne gerade selber anmelden wollen, dann können Sie natürlich auch einfach anrufen. Also, ab dem 30. November einfach anrufen. Hallo? Ich habe gesagt, ab dem 30. November! Also, ab dem 30. November können Sie sich und Ihre Verwandten anmelden. Sehr verehrte Damen und Herren, Aktionäre vom Altersheim Luginsland. Bevor wir mit dem traktandierten Geschäft anfangen, möchte ich noch einen kurzen Rückblick halten. Im 2019 war einiges los. Unter der Leitung von Roger Rütti hat Kadettenmusik ein ganz tolles und erfolgreiches Musikjahr hinter sich. Angefangen beim Auftritt am Kinderumzug am 6. Rütti, der Schweizerische Kadettentag bis hin zum Eidgenössischen Jugendmusikfest in Burgdorf. Tamburen sind mit dem Pascal Detra im Nefels am OTV gewesen. Und nachher eine tolle Woche im Hela im Jura sind wir am Rebenlichtli-Umzug und an der Rebenkilbe in Richterswil gewesen. Auch unser Nachwuchs hat sein Konzert gehabt. Das Saal war einmal mehr pumpenvoll gewesen und alle hatten den Applaus gehabt. Und jetzt ist das Jahr schon fast wieder um und der letzte Samstag im November ist da. Das Thema von heute ist «Alles steht Kopf». Ich habe eine grosse Freude, dass der Saal einmal mehr so voll ist und Sie mit mir einen gemütlichen und kurzweiligen Abend verbringen wollen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, ich begrüße Sie herzlich zum diesjährigen Kadettenfest. Selbstverständlich, in den Gruss eingeschlossen, sind unsere Ehren-, Passiv- und VIP-Mitglieder, Behördenvertreterinnen und Vertreter, Vereinsdelegationen, es ist sogar der Zürcher Blasmusikverband da, die eingeladenen Gäste, alle Kadetteneltern und weitere Angehörige, alle Besucherinnen und Besucher von nah und fern. An dieser Stelle sei auch ganz herzlich Danke gesagt. Der Gemeinde Horgen, die uns jedes Jahr mit einem grossen finanziellen Beitrag unterstützt. Allen Notenspenderinnen und Spendern, die uns mit kleinen und grossen Beiträgen unterstützen. Allen Spenderinnen und Spendern von unserer schönen Tombola.
allen übrigen Damen und Herren Gönner, Sponsoren und Donatoren, die uns zum Teil mit namhaften Beiträgen treu begleitet. Am Hörnli-Club, der uns auch dieses Jahr mit einem Beitrag unterstützt hat und bereits fürs nächste Jahr einen neuen Beitrag zugesagt hat. Der Kramer Gastronomie mit dem Schinzenhof-Team unter der Leitung von Herrn Altun, der uns immer sehr grosszügig unterstützt. Und zuletzt am Konzertsponsor TCS-Sektion Horgen mit dem Präsident Herr Josef Lagler. Genauso gilt mein Dank allen Kadetten, den musikalischen Leiter, Ihnen liebe Eltern und Ihnen liebes Publikum. Zuletzt danke ich allen Helferinnen und Helfern, die im Hintergrund den Abend überhaupt möglich machen. Unserem Techniker Matteo Vainozzi und der Carla, dem Daniel und dem Joel, die Skiwerfer und den Vorhang bedienen. So, das wären meine Ausführungen gewesen und damit gebe ich das Wort an die Geschäftsleitung zurück. Besten Dank. Generalversammlung begrüßen. Es freut uns außerordentlich, dass Sie dank dem Aufruf von unserem genialen Werbespot hier angekommen sind und als Interessenten und Aktionäre heute Abend anwesend. Wir enttäuschen Sie nicht und bieten Ihnen am heutigen Abend ein abwechslungsreiches Programm. Nebst den bürokratischen Themen von dieser Generalversammlung kommen Sie einen tiefen Einblick ins wohlige Leben in unserem schönen Altersheim über. Außerdem können Sie sich an einer Tombola erfreuen, wo es nicht nur Rollatoren zu gewinnen gibt. Und im Anschluss würden wir uns äußerst freuen, wenn Sie mit uns noch das ein oder andere Gläschen Champis trinken könnten, wo wir dann unter anderem das Vorgehen bezüglich Ihrer Einlieferung besprechen. Zudem wird der ganze Abend von der Kadettenmusik Horgen musikalisch umrahmt. Für die, die sich nicht ausführlich über unser Altersheim informiert haben: Das Altersheim Luegisland ist eine sehr innovative, moderne, aber vor allem wichtig, rentable Aktiengesellschaft. Da die heutige Medizin immer zu längerem Leben führt, hat unser Gesundheitswesen ein riesiges Problem, wenn wir die Alten noch so würdig pflegen wie in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Nur zum einen mal verdeutlichen, im Jahr 1998 ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei über 79 Jahren gelegen. Heute im Jahr 2098 liegt sie schon bei 130 Jahren. Genau, und damit wir im Altersheim Luegisland die Gesundheitskosten nicht noch mehr in die Höhe treiben, haben wir uns ein paar ganz effiziente Methoden ausgedacht. Unter anderem tragen all unsere Einwohnerinnen und Einwohner eine Nummer anstatt einen Namen, tragen all die gleichen Kleider und wichtig, kommen all genau das gleiche Medikament über, das für alle Leiden und Gebrechen wirkt. Falls Sie mal probieren wollen von diesem Medikament, bei Ihnen auf dem Tisch habe ich Ihnen Probiererli angelegt. Aber wichtig, zuerst noch die Packungsbeilage lesen. Damit wir Ihnen einen guten und auch richtigen, realistischen Einblick heute gewähren heute Abend, begleiten wir die vier fast 100-jährigen Einwohnerinnen und Einwohner mit der Nummer 990308 Maniak Nikolai, 990505 Deutschsereina, 990628 Richard Anja und 991123 Bär Andrin. Und wir hoffen natürlich, dass sie heute besonders artig tun. Ja, danke für die Ausführungen. Dann würden wir schon zum nächsten Traktandum von dieser GV kommen. In unseren Statuten ist festgelegt, dass wir unseren Bewohnerinnen und Bewohnern jedes Jahr ein neues, attraktives Angebot bieten müssen.
Vom Megadeal mit den Gipfeli in unserer Cafeteria haben Sie ja bereits schon gehört. Aber das Jahr ist speziell, wir wollen nämlich noch einen draufsetzen. Die Geschäftsleitung hat sich überlegt, dass wir personalisierte Alpamare-Ausweise für unsere Bewohnerinnen und Bewohner ab jetzt in unserer Rezeption 5 Franken günstiger würden anbieten. Das können wir aber leider nicht einfach so bestimmen. Wir brauchen da die Zustimmung von unseren Aktionären und bitten Sie natürlich, das mit Handerheben zu bezeugen. Sehr gut. Einstimmig angenommen. Wunderbar. Danke, danke. Das freut uns. Das freut uns sehr. Dann würden wir schon zum letzten Traktandum kommen. Varia, hat noch jemand etwas? Nicht? Gut, danke nochmal. Danke, danke schön. Schön.
Podcast mit Sing Sing Sing. Weitere Stücke werden folgen. Das nächste ist I Belong to You von Muse und das Medley A Tribute to Amy Winehouse. Viel Vergnügen! Thank you.
Ja, nein, grüezi, Herr Maniak. Wir sind gerade auf der Visite und kommen natürlich auch schnell bei Ihnen vorbei. Wir wollen schauen, wie geht's? Gut. Ja, es klingt ja gut, also... Ja, wie steht es euch bei Ihrer Lese- und Schreibbildung? Könnt ihr uns mal einen Rhythmus buchstabieren? F A Y T M S. Ja, es hat eine Luft gerufen, aber es kommt sicher wieder, ne? Hallo? Nein, Dr. Der ist so lediert, den haben wir richtig ausgenockt mit diesen Mädels. Ich finde es super. Also, wenn man nichts mehr zu tun mit dem, kannst du anlegen, weg ist er. Ist super. Nein, finde ich gut. Ich denke jetzt auch, er braucht nicht mehr alle Medikamente. Also, die Hälfte müssen wir ihm geben und wir nehmen einfach auch noch einen Teil. Also, ich denke, es ist gut so. Das ist gerade mal geben am besten. So, was haben wir denn da? Paracetamol? Nein, das war schon. Ah, Paracetamol ist es, ja genau. Ja, dann nimmst du da mal die Hälfte. Mir kannst du auch gleich eins geben. Super, in dem Fall würde ich meinen, alles gut. Was ist denn jetzt passiert? Wir haben diese Trance verwacht. Sicher, weil wir die Double nur die Hälfte der Medikamente gegeben haben. Leck, sind die blöd. Muss ich gerade den anderen erzählen? Ah, den brauche ich gar nicht.
Thank you.
So, kommen wir da mal. Oh, wieso bist du so schnell? Wirklich, Wahnsinn! Immer nicht, hä? 99! Warte! Ja! Wir rennen das so! Was ist denn mit dir los? Du bist doch sonst nicht der Sportlichste. Ja, ich habe ja gesagt, die Medikamente machen euch nur kaputt. Also meinst du, wir sollten die jetzt auch nicht mehr nehmen? Ja, aber ohne den Stock kann ich nicht gehen, weißt du? Probier! Fahr gerade in dem Alter nicht mehr. Fühlen wir eigentlich ein Scheibe gut? Jetzt mal ohne probieren. So klein. Ja, stimmt eigentlich schon. Es ist schon sehr tief vorne. Kannst du noch das Buckel üben? Ja, meinst du, habe ich jetzt zuerst das Buckel gehabt oder ist der erste Stock zu tief? Das ist krass. Oder zuerst kratzen? Ich probiere es mal ohne. Du mal. Ja, noch ein bisschen gewachsen, aber gar nicht. Mach mal her! Ja, probier mal. Oh ja, jetzt aber. Ha! Fahr weg! Es geht! Unglaublich. Hey, das ist schon Wahnsinn! Danke, gell? Ja, hey! Das haben wir wirklich jetzt verdanken. Ja, sonst hätten wir die blöden Medikamente ewig genommen. Ja, gell? Hey! Ich bin halt schon der Beste. Ja, das ja, also. Aber jetzt mal ehrlich, wenn wir jetzt wieder so da sind. Ja. Es hat sich schon vieles für. Ja. Ja. Wenn ich so zurückdenke, kann ich mich erinnern, wir haben ja alle so einen persönlichen Gegenstand, darf ich sagen. Ja, aber nur ich habe ja einen gefunden. Polo-Shirt von der Kadette. Ich habe den Kadetten! Also, meine, wir sind nicht die Einzigen, wo der Maria Rüthi noch 30 Schuss schuldet. Hey, du! Verklopft! Nein! Ich habe nämlich das Käppchen mitgenommen. Oh nein! Wir sehen deine Glatze. Ah oh, ja, sind wir noch Glatze? Ah ja. Ja. Nein, aber ich habe den Kadetten! Ja, die habe ich mitgenommen. Schau, Gabi. Gabi? Ah. Gabi? Hey, schon früher, ne? In der Rocke. Ja, hier da. Musst du helfen, Gabi. Nein, schau mal. Einen Platz für Beine und Kühe gehabt. In Hütten? In Hütten haben wir. Jetzt ist alles zugebaut. Ja, und, da kommt mir auch gerade noch eins in den Sinn, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, in der Schule nicht Unterrichtssprache Chinesisch gewesen wie jetzt. Ja! Der Hirz ist noch eigentlich gemeint gewesen. Ja, ja, ja. Das ist der lustigste. Ich glaube, Kadetten, die hatten noch einen Dirigent aus Fleisch und Blut gehabt. Also, ja, ich habe einen Roboter. Wie hat der geheißen? Ja. Mit P. Nein. Und so beim Schreiben ist P. Irgendetwas mit 1291. Ah, du meinst der Rüthi. Der Rüthi, genau. Stimmt. Ja, ja. Stimmt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Du weißt gar nicht, ob es der noch gibt. Ja, ich weiß nicht. Und? Apropos Kadettenzeit geht noch so, kommt mir in den Sinn, haben sogar die jungen Männer müssen Auszeit nehmen, die Kadetten, weil sie im Militär sind. Oh, und hättest du mich so auf Militär gehabt? Ja! Aber sie hat auch nicht gesagt. Du hast doch die Leute und einen geholfen vorbereiten bei uns im Kadettenzeit. Oh, ja, ja. Gletscher schon von der Wette geheißen. Ja, im Fischental! Ja, genau. Nein, nicht ganz. Irgendetwas anderes. Aber jedenfalls hat es dort noch einen Gletscher gehabt. Der ist jetzt weg. Wenn wir nicht eigentlich schon mal ein bisschen laufen. Ja, ich gebe es alles. Es reißt mich. Ja, ich gehe wirklich wieder besser. Ja, ja, aber auf jeden Fall kann man sagen, früher wie heute. Dazumals war einfach alles besser. Ja, ja. Also, was, ja, was Grossmami und ich noch kleine Liebel waren. Ja, ja, total. Feldstecher noch schwarz-weiß sein. Ja, ja. Aber wisst ihr eigentlich noch? Was? Es hat doch
Kodi Fest hat immer vor der Pause so eine ewig lange Rede gegeben. Ja, ja. Aber irgendwie. Was ist das gewesen? Irgendwie, dass man auch wenn man ein Mieten ist, noch etwas wert ist. Ja. Das ist dir immer so zu gut gekommen, gell? Ah, ja, das ist ganz gut drauf. Ah, ich weiß es! Ich weiß es! Um Lösung ist es gegangen. Stimmt. Ah, ja. Um Lösung. Ja. Komm, jetzt gehen wir gehen spazieren. Ja. Jawohl. Das geht um Lösung. In 20 Minuten haben Sie Zeit zum Verschnaufen. Decken Sie sich ein mit Essen und Trinken und natürlich eben auch mit Lösli von unserer tollen Tombola. Und denken Sie daran, wie es letztes Jahr haben alle, und das haben Sie jetzt gerade gesagt, die eine Miete gezogen haben, eine zweite Chance. Nach dem Konzert und der anschliessenden Abschlussüberraschung tun wir aus allen abgegebenen Mieten noch Preise verlosen. Rühren Sie nach dem Konzert Ihre Nieten gut leserlich angeschrieben mit Ihrem Vornamen, Namen, der genauen Adresse und dem Wohnort. Denn es gibt ein paar Müller in Horgen. Da lange, wenn ich keine Adresse habe, weiss ich nicht, wer es ist. Da vorne, wenn wir dann einen Pelt draufstellen, Ihr. Nieten, wo nicht alles draufsteht, sind ungültig. Und wenn im Verlesen nicht da ist, kommt nichts über. Schon jetzt sage ich Ihnen vielen herzlichen Dank für Ihre Kauflust. Und jetzt darf ich noch ein Wort an Sie richten in eigener Sache? Hat das abgeklärt mit dem Gremium dahin. Unsere Tombola-Verantwortlich, Corinne Bär, hat das Jahr das letzte Mal gemacht. Und bis heute haben wir niemanden gefunden, der in Ihre Fußstapfen vertreten will. Geben Sie sich einen Schopf und überlegen Sie doch, ob nicht Sie den Posten könnten übernehmen könnten. Es gibt natürlich auch eine klare Einführung. Dann, was wäre ein Kadettenfest ohne die schöne Tombola? Könnten Sie sich das vorstellen? Melden Sie sich bei mir oder sonst bei einem Mitglied vom Vorstand. Danke vielmals und schöne Pause.